Hallo liebe Leute, willkommen beim dritten Teil bei XGN. Ja, in den anderen beiden Teilen, da wurden wir richtig unter Druck gesetzt, glaube ich. Ja. Ich denke mal, wir sehen gleich noch ein Intro. It's that Zach Super Bowl, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Ich hab das ja auch mein Gott hier. Nein. Also vor denen habe ich auch keinen Respekt, Leute. Wie das schon in den anderen Teilen, die ich gesagt habe. Ich habe keinen Respekt, aber die von mir nicht Respekt haben. Gibt es einen besonderen Grund, warum sie hier in der Ebene herumstehen? Und was soll? Was für ein Grund? Ja, sie können mir sagen, weil sollte es kein wichtiger Grund sein, dann können wir auch die Ebene auch hier verlassen. Da wir auch eigentlich hier nichts zu suchen haben, weil sie wollen nichts von den SCs, sie wollen gerade nichts von den Medics. Auf die Brücke dürfen wir ja nicht hin. Hi, mein Kumpel, wie geht's? Ach, dich kann ich hier leiden. Na? Na klar! Stell dich mal vor die Anmeldung hin. Ja, ist einfach nur fahren. So, ID herzeigen. Ja, die sieht korrekt aus. Würde ich Sie jetzt bitten, die Ebene hier zu verlassen, da Sie eigentlich hier auch nicht hier rein müssen, hier auf der Ebene. Sie könnten ja mal auf die unteren Ebenen hin und da mal ein wenig patrouillieren, ob da irgendwas los ist. Dann sagen Sie mal was. Warum wollen Sie jetzt genau hier auf der Ebene sein? Die wollen keine Munition, die wollen nichts von STs, die wollen nichts von der Brücke, die wollen auch nichts von Medics. Aber was schlägt einen einfachen 1-2-2-1 hier nach oben? Ja, 1-2-2-1. Nee, ich bin 1-0-0-0-0. Sollte ich sie nachher hier noch immer noch hier oben sehen, dann werde ich sie einfach von der Ebene hier runterstreichen, weil sie hier irgendwie so mir vorkommen, als würden sie hier gleich denken, ja, wenn die SCs hier gleich weg sind, dann versuche ich hier die Tür aufzuknacken. Ja, genau das denke ich von ihnen. Ist auch immer noch hier auf der Ebene. Ihre Waffen weglegen. Sofort. Es ist gerade hier kein Angriff, es ist gerade hier nix. Es ist gerade hier nix, es ist gerade kein Angriff hier. Da ich gerade für die Sicherheit zuständig bin und da ich gerade hier meine Waffen PTM geladen habe. Und ich seh auch gerade keinen Grund, warum Sie jetzt eine Waffe hier draußen haben sollten. Oder können Sie mir den Grund sagen, weshalb und warum? Also der Grund ist, falls wir angegriffen werden, dass wir natürlich direkt der Einzige zu Ende zu sind. Und ich meine Waffe noch drücken müssen. Private, kümmern Sie sich mal hier rum. Sekunden, dann. Hey, Private.
Seit wann sind Sie denn für die Verhaftungen zuständig? Öffnen sofort. Private, öffnen. Ab hier aus übernehmen wir. Ich lasse offen nur wir mal rein. Ja, und der andere hat den mit. Nee, Jonas wird er nicht. Naja, ich sehe gerade keinen Grund, warum die 140 hier reisen soll. Ich bin drin, ich bin drin. Au, ey! Dann geh da raus. Ich geh rein, ich glaube, der ist frei für euch. Dann kannst du das Nicke nicht wieder rein. Mach wieder zu. Ah. Schlecht. Oh nein, er hat das Handschuh gelöst. Versuchen sich da drin zu verteidigen. Ich werde die Tür erstmal so lange nicht öffnen. Warte mal, ich habe theoretisch meine PTM nie entladen. Öffnen sofort. PTM ist gerade noch nie entladen, also. Ja, tut doch keinem Schwein was. Ja, danke für die Wunschen fest. So, und wie werde ich jetzt hier bitten, aus dem Gefängnis rauszugehen, dass er anscheinend jetzt ein Gefangener ist, also. So, ich bin in Frankfurt. Manchmal ist es ein Körper für PTM. Muss ich leider. Ja, weshalb haben Sie ihn dann hier festgenommen? Können Sie es mir mal sagen? Wenn er nichts getan hat? Haben Sie ihn schon sicher abgenommen? Nee, warum soll ich? Ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich dachte, Sie haben es getan. Und warum schicken Sie einen Gefangenen rein, ohne die Waffen abzunehmen? Ja, und so haben wir uns, ey. Nehmen Sie ihn einfach die Waffen ab. Ich war ja leider nicht anwesend, als man einen, eigentlich einen Erschießungsgruppen angefordert hat. Es wurde nie jemand angefordert. Ihr habt höchstens, glaube ich, nur Flo angefordert. Und da ihr nur Flo angefordert habt, habt ihr leider nicht die SCs angefordert. Können wir uns aufhören zu schleichen und ihr denkt einfach mal mit? Okay. Also, der Schwert wählt, warte. Der Schwert wählt, wird durch das Schwert erben. Und das Schwert hat mehrere Bedeutungen. Aber was das Schwert genau ist, oder wer das Schwert gewählt hat, will ich nicht sagen. Sein dann, weil er ist ja Captain, der wollte mit dem Captain sprechen. 2 Stunden später. Sorry, aber ich hab mich jetzt gerade wirklich nur auf. Ich hab mir dann auch nichts. Dann kann er sich doch sicherlich ausweisen, oder nicht? Es ist kein normales Wesen wie wir. Es ist ein... Es ist leicht
aber jetzt kann ich nicht ausweisen. Es ist auch eine Macht. Mhm. Im Prinzip. Vielen Dank. Er hat den Waffen abgegeben. Können Sie mir gleich mehr geben? So, Sie und Sie werden den dann hier so lange auf den Schiff dann bewachen. Dass er hier keine Scheiße anstellt. Sollte er Scheiße anstellen, dann werden Sie selbst im Gefängnis landen. Herr Jedi, sollten Sie irgendetwas hier anstellen, dann werde ich Sie hinrichten lassen. Das sage ich Ihnen jetzt schon mal. Ich übernehme die ganze Verantwortung für Herrn Jedi. So gleich da wäre mir so komisch vor. Alter, wer hat die Tür eingestellt? Sollte er hier irgendeine Scheiße anstellen, dann werden wir ihn sofort hinrichten. Also, habe ich jetzt einfach so entschieden, weil ich einfach nur Scheiße finde. Schönen guten Tag. Ich wollte mal fragen, warum hat er auch hier oben? Weil ich nicht auf den Kopf höre. Haben Sie jetzt eine besondere Begründung, warum Sie jetzt hier oben sind? Weil wenn, können Sie auch die ganze Zeit auch unten patrouillieren gehen, damit wir sicher sind, dass hier keine Feinde sich hier reinschleichen. Ja. Entschuldigung, Klasse? Ja. Habe ich die Befugnis, hier oben zu bleiben und hier von arbeiten? Ja, das ist ja komisch. Ich schmeiße Sie runter. Ich sehe über den Glasen. Ich weiß nicht, wann Sie da eben runter. Ich glaube, er darf hier bleiben. Schlotten, Lieutenant? Und wenn ich sage, dass er runtergehen soll? Mit allen größten Respekt. Können Sie mir sagen, warum der CT hier oben bleiben sollte, wenn er hier nichts macht, wenn er die ganze Zeit auch unten patrouillieren gehen könnte, damit keine Feinde hier sich auf dem Schiff schleichen? Das gehen Sie mal bitte unten patrouillieren. Sag ich mal, noch einen schönen Tag, wenn hier gleich eine Bombe hier vielleicht hochgeht. Weil, sollte jetzt hier eine Bombe hochgehen, dann ist die Hälfte des Schiffes weg. Naja, so geht. Wenn eine Bombe zwischen wollen. Hm? Dann würde ich gut den Koppel setzen, ja, von der Erinnerung neben mir. Ich deute jetzt ja nur an, weil ihr meintet ja vorhin anscheinend, dass hier irgendwie ein Druide herumläuft, der anscheinend hier das Schiff anbrennt, weil es natürlich unmöglich ist, dass hier irgendwo ein Gasleck sein könnte, oder war natürlich auch die Macht, ist auch, ja, allgemein. Private, haben Sie den Flottenlieutenant nicht gehört? Und wollen wir jetzt gerade für Befehlsverweigerung tun? Ich hab den Flottenlieutenant gefragt. Und der hat mir nicht geantwortet. Was? Ja, was für die unten halt. Ich hab mit ihm doch so diskutiert, dass wir nicht dumm sind. Wir gucken schon darauf, wir haben noch was Wichtiges. Dave, gehen Sie bitte jetzt patrouillieren. Auf dem, Und Sie auch einen Fettes, Dave. Ich bitte Sie darum. Ich sag hier noch irgendwie noch den Drang dazu bekommen, Sie festzunehmen. Warten Sie, der Waffen. Ich sage Ihnen nur eins, ich weiß, wer in den nächsten Tagen joblos ist und das kann ich schwören, bei Gott, dass ich bald joblos ist. So, Betäubung habe ich noch immer noch dran. Jetzt komm jetzt! Alter! Hoffentlich wird das melden. Ja, alles gut, von ebenfalls die gesagt, wird er eh kein Problem, so alles gut. Ja, komm, stopp doch. Private, Sie kommen mit. Ich hab das Problem laufen zu ruhig. Ich hab damit nichts zu Problem laufen bekommen. Private, könnten Sie. Private mitkommen. Oh, Mann, Private, ich würde. Das ist auch nicht böse gemeint, dass du erstmal da hast, du sagst, dass er noch völlig verfügbar ist, weil ich habe einen Kontakt gekriegt mit dem Captain. Also, das heißt, erstmal, der Captain kann mich nicht degradieren und mich nicht rausschmeißen. Er kann höchstens nur der Commander. Das ja. Kann nur der Commander, mein Gott. Ja, und der Captain ist der Feind, der drauf läuft, wo es um die FT hat.
möchte gerne den Grund wissen, warum sie... Da der Typ hier vor mir respektlos vorkommt und so weiter, da er meint, mir zu sagen müssen, wie ich meine Arbeit hier leite und so weiter. Wissen Sie was? Rein mit ihm jetzt. Nur ein wenig Kritik und ein wenig Kritik können Sie, glaube ich, als Kurfürst einstecken, oder? Dann müssen Sie ihn nicht sofort festnehmen. Wissen Sie noch was weiter? Ja, dann können Sie mir sagen, warum, wie gesagt, ignorieren das Leichen von der Decke hängt, das das Schiff anfängt zu brennen und wie gesagt, ist ja nicht meine Aufgabe. Jetzt hier rein los. Sofort jetzt ins. Sofort da rein los. Wie soll ich denn reingehen, wenn sie. Alter, wirklich. Jetzt los, rein da. Ja, komm. Ja, mach. So, und gut, dass sie darauf angesprochen haben. Gut, dass sie darauf angesprochen haben, dass hier anscheinend das ganze Schiff hier brennt und natürlich einfach so auf Feuer entsteht. Denke ich mal, dass wir auch laut einen Ausflug unternehmen sollten auf einem Planeten. Da anscheinend das Schiff da ja auch nicht sicher ist, wenn es ja schon einfach so anfängt zu brennen. Gehen Sie doch einfach arbeiten, bitte lassen Sie mich hier einfach nur die Zeit abwarten. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, 5 Monate. Nee, warte mal. 5 Wochen. Es hat keinen Sinn, mit Ihnen zu diskutieren, Sie sind nicht diskussionsfähig. Wenn Sie gehen, lassen Sie mich bitte einfach in Ruhe hier und meine Zeit abwarten. Das ist hier mein erster Dienstag auf diesem Schiff hier. Ich wurde heute vom Kurzland hergeschickt. Das Einzige, was ich hier sehe, ist das Leichen von der Decke hängen, dass ein Schiff brennt, dass Leute wegrennen von diesem Raum, wo es brennt, statt irgendwie EODs zu rufen oder sagen zu sollen, dass EODs kommen sollten, um den Raum zu kontrollieren, ob da vielleicht ein Gasleck ist. Nein, man geht dann einfach weiter. Hallo. Wie gesagt, ist mein erster Arbeitstag hier. Ich wurde von Coruscant aus hierher geschickt. Ja, wenn Sie von Coruscant aus hierher geschickt sind, warum nicht? Wenn Sie von Coruscant aus hierher geschickt sind, warum nicht? Warum sollen andere Leute machen? Warum machen Sie wirklich nicht? Ich leider nicht nur da bin, um den Tatort zu sichern und so weiter. Um nachzuschauen, wer hier was hier ist. Es ist nicht meine Aufgabe, hier Leichen abzuhängen. Es ist auch wunderschön, dass ich hier jemanden darauf aufmerksam machen muss, dass da Leichen hängen, das Schiff brennt und so weiter. So, Ihre Strafzeit ist, glaube ich, beendet. Verlassen Sie das Gefängnis, bevor ich es mir anders überlege. Der Private wird Sie nach draußen begleiten. Negativ, Sie werden erst draußen gerannt, Herr Lust. Warum schießen Sie? Warum schießen Sie? Warum schießen Sie?
Nehmen Sie Ihre Waffen runter. Nehmen Sie Ihre Waffen runter. Halten Sie Abstand. Ah, Betäubung doch an! Betäubung doch an! Sind Sie denn gebrochen? Ah, jetzt aber. Hören Sie sich auf zu befreien. Oh, jetzt werden Sie mir sagen, warum Sie mit einer Waffe herumlaufen, warum die da drin geschossen hatten. Lassen Sie mich hin. Major! Wollte euch sagen, 6161. Sie werden mir jetzt sagen, warum die jetzt da drin im Fahrstuhlschacht geschossen haben und mit einer Waffe hier frei herumlaufen. Ohne gesichert. Lassen Sie mich gehen. Ich muss raus. Ich muss weg. Ich glaube, bringen Sie lieber zum psychischen Doktor lieber. Da will ich mal mit dem Major reden. Warum? Nee, was ist hier passiert? Also, ich hab umgeschossen. Dann ein bisschen mehr IT zeigen und dann Ihre Waffen in die Kiste rein. Ich höre euch. Scheiße, er hat sich befreit! Hilfe! Nein! Das hilft dir wenig. Scheiße, jetzt ist der wohl wegen den Ladungen. Ja, moin. Ich brauche einen Doktor hier. Er hat sich versucht zu befreien und ist jetzt anscheinend wegen der PTM-Ladung ein wenig, wie soll ich sagen, in Schlaf gegangen. Ich muss sagen, bitte alle sofort hier raus. Bitte alle sofort hier raus aus dem Medbay. Sofort raus. Stimmt's? Ja, bitte. Ich war. Also ich mache jetzt das Kack-Treatment. Da werden die schneller. Unmächtig. Was denn so? Das ist eine ganz, ganz alte Technik der Wiederbelebung. Ja, genau. Und dann nimmt man hier den Dichten. Siehst du? Und dann macht man so. Oh, er ist wieder am Leben. Ey, wenn ich schießen. Du bist in der FD immer noch in Anschein gemacht, ne? Nee, der hat sich ja befreit. Ich hab ihn ja nur betäubt und der hat ja... Und wo hast du jetzt auf einmal die Waffe, wenn du... So, legen Sie die Waffe runter. Und sonst halte ich Sie ab mit Scheiße. Lassen Sie mich raus. Medic! Dürfen Sie sich! Ah, Sie sind betäubt. So. Einmal aufgeregt, Alter. Squad. Rede mit mir. Squad. Ich schaff dich. So, du bist raus. Nein, ich weiß nicht. Dann ist gut. Ich lass dir jetzt gleich auf. So. Wie viele Finger hatte ich? Wie viele Finger hatte ich? Was haben Sie heute Morgen als allererstes gemacht? Was haben Sie heute Morgen gemacht? Ich muss raus. Und der Vierte? War nicht schon die ganze Zeit hier drin in der Mitte? Nein. Das heißt, Sie sind hier reingekommen. Das heißt, ich bitte Sie, die Mitte zu verlassen, da der Doktor eigentlich meinte, dass keiner rein wollte. In die Mitte. Das habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, Sie werden auch die Mitte jetzt verlassen, glaube ich. Ich frag den Doktor. Muss ich raus? Der andere Doktor hat es gesagt. Muss ich raus? Wie viele Doktoren? Der andere Doktor hat es gesagt.
da anscheinend hier irgendwas los ist. Deshalb soll ich mal auch vorhin jetzt alle hier den Raum hier verlassen haben. Vorhin. Also ich weiß jetzt nicht, was der andere mit. Wir können ruhig die Schwester Joy nachfragen. Der andere Doktor hat doch vorhin gesagt, dass alle hier verschwinden sollen aus der Krankenstation, oder? Also die da hinten drin waren, oder? Ja, das ist richtig. Mhm. Und der 104. meinte, dass er das anscheinend, ja. Ja, hier drin war und ja. Also, müsste ich jetzt theoretisch den 104. festnehmen. Theoretisch, war nicht? So, ja, ich habe aber nicht reingekommen. Ich habe nicht gerade einen Patienten im Wartezimmer, der wartet auf sie doch. Wo ist halt quasi gegeben, um die Angelegenheit, die ich glaube nicht ein bisschen kenne. Alles klar. Hallo. Ja, einmal hier an die Anmeldung. Vorsicht hier rein. Nein. Ich muss. Können Sie das mal eben öffnen? Negativ. Ach, ist ja gar keiner mehr in der Mitte. So Leute, ich denke mal, das war's mit dem Video für heute. Bis zum nächsten Video. Und bis dann. Ciao.